Herr Lepsch, könnten Sie noch mal kurz die Beweggründe benennen, die gestern Abend sicherlich auch schon zu der Erkenntnis geführt haben, dass man sich von Herrn Bommer trennen möchte? Ja, ich denke, dass wir jetzt nicht über alle Gründe hier sprechen. Wir haben in der Pressemitteilung ausführlich dargelegt, warum und wieso die Entscheidung jetzt so gefallen ist. Wir haben immer gesagt, wir werden das ausführlich und sachlich analysieren, wir werden Gespräche führen. Das haben wir natürlich auch am Wochenende gemacht, habe mit Rudi mehrfach telefoniert. Wir sind gestern Abend dann nochmal zusammengesessen, abschließend dann auch mit den Gremienkollegen. Und so ist die Entscheidung, die wir dann gemeinsam gefällt haben, auch zustande gekommen. In der Pressemitteilung ist die Statistik erwähnt, die auch dazu geführt haben soll, sprich die Tabellensituation, die letzten Spiele, ist das so? Ja, ich weiß gar nicht, ob es in der Pressemitteilung genauso drinsteht, aber natürlich sind die sportlichen Dinge natürlich schon ausschlaggebend. Ich kann es immer nur sagen, wir sind hervorragend klargekommen in dieser Zeit, hatten auch gute Erfolge, jetzt haben wir keine Erfolge und das ist halt nun mal in dieser Branche so, dass am Schluss die Ergebnisse zählen. Wir sind auf dem Abstiegsplatz im Moment und die Fakten sprechen sicherlich nicht dafür, aber ich will auch klar sagen, Rudi hat den Druck jetzt mit seiner Entscheidung, die wir dann auch angenommen haben, von der Mannschaft genommen. Die Mannschaft hat den Druck natürlich trotzdem, steht auch in der Verantwortung. Man kann ja nicht einfach nur sagen, der Trainer war es, letztendlich alleine spielen tun die Spieler. Jetzt sind die Spieler gefragt, der Trainer hat diesen mutigen Schritt gemacht und wir ziehen da auch den Hut vor. Rudi ist für uns ein super Typ, wenn ich das mal so einfach ausdrücken darf. Leider haben jetzt die Erfolge ein bisschen gefehlt. Wir hätten uns sehr gerne eine lange Zusammenarbeit vorgestellt. Jetzt kam es leider so. Der Druck ist von der Mannschaft genommen, steht auch in der Pressemitteilung. Warum ist das so? Ja, das ist manchmal immer so in dieser Branche, dass man zunächst mal mit etwas Neuem dann möglicherweise neu beginnt. Wir hoffen, dass es bei uns auch so ist. Man sieht das ja immer wieder. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber es war nun einfach so, dass Rudi Bommer der Meinung war, dass er das Ruder nicht mehr umschmeißen kann. Im Moment, er war leer. Das hat ihn sehr belastet, die letzten Wochen mit der Talfahrt, die wir ja auch jetzt bekommen haben. Und insofern kann man dann davon vielleicht sprechen, dass nun der Druck weg ist. Bei ihm sicher auch. Er hat sich das immer zu Herzen genommen. Man hat es ja auch gesehen, wie er gelitten hat die letzten Wochen. Wir haben ja auch nicht so schlecht gespielt, wie es vielleicht in den Ergebnissen wiederkommt. Wir haben die letzten 4 Spiele eigentlich nur 2 Gegentreffer bekommen und haben 2 Punkte geholt. Das ist eigentlich ungewöhnlich, aber es ist eben so. Wir sind durchgerutscht auf den zweitletzten Platz und wir haben eben diese Entscheidung so gemeinsam getroffen. Hat in Cottbus der Abstiegskampf begonnen? Ja, nicht erst seit gestern. Wir sind schon eine ganze Weile in der Nähe der Abstiegsplätze und da muss man immer nach unten schauen. Und jetzt sind wir mittendrin. Wie könnte es weitergehen in dieser Woche? In der Pressemitteilung ist auch zu lesen, dass Sie mit mehreren Kandidaten im Gespräch sind. Kann man insoweit vielleicht eine zeitliche Abfolge benennen, dass man sich zumindest vielleicht wünscht, bis zum nächsten Montag einen neuen Trainer zu präsentieren? Ja gut, jetzt sind keine Wünsche gefragt, jetzt werden wir wieder Gespräche führen, wie wir das auch mit Rudi gemacht haben. Wir gehen hier rein, wir hoffen, dass das so schnell wie möglich geht, solange wird der Co-Trainer, dem wir das zutrauen, das kann er, die Mannschaft führen, trainieren und die Hoffnung besteht, dass man vielleicht bis zum St. Pauli-Spiel schon einen neuen präsentieren kann. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt sachlich in die Gespräche, versuchen das Beste wie immer für den Verein rauszuholen und das beginnt jetzt. Gibt es eine Deadline seitens der Vereinsführung, wann man diese Suche beendet haben möchte? Es gibt keine Deadline, weil wir jetzt in Gespräche gehen. Da sind viele Faktoren, die ja da auch letztendlich entscheidend sind. Wir versuchen so schnell wie möglich. St. Pauli-Spiel wäre ein Ziel, aber wenn es nicht klappt, haben wir dann danach 2 Wochen Zeit. Also insofern machen wir uns jetzt nicht den Riesendruck. Wir wollen eine gute Entscheidung treffen. Deswegen ist jetzt auch kein Zeitplan. Hatten Sie Kontakt zur Mannschaft? Wie hat die Mannschaft das aufgenommen, diese Entscheidung? Ich war nicht dabei. Wir hatten Vorstandssitzung bei uns in der Sparkasse. Insofern hatte ich da keine Zeit. Wir haben natürlich auch mit Herrn Kote, unserem Geschäftsführer, hier die Entscheidung mit Rudi gemeinsam verkündet. Die Mannschaft war natürlich schon auch überrascht, aber auch nicht völlig. Die Mannschaft weiß auch, dass wir im Moment Zweitletzter sind, dass das eben dann auch oft solche Entscheidungen sind. Aber ich sage es nochmal, die Mannschaft ist jetzt auch, wir haben diesen Druck weggenommen, aber die Mannschaft ist in der Pflicht. Es kursieren ja verschiedene Namen für die Trainernachfolge in Cottbus. Sie selbst sind am vergangenen Wochenende mit Herrn Schmidt auch in Berlin gesehen worden, wenn ich das mal so formulieren darf. Ist dem so, dass Herr Schmidt auch einer der Kandidaten ist?
also wenn ich die vielen Namen lese, bin ich ja auch immer ein Stück dankbarer, dass man uns immer so viele Tipps gibt, auch von ihrer Seite. Ich bin auch mit Lothar Matthäus gesehen worden, was ich leider nicht weiß. Also insofern gibt es ja viele Namen. Wir werden viele Gespräche führen, jetzt wieder im Ernst, und werden dann entscheiden. Danke, ich wollte den Kollegen auch noch die Gelegenheit geben. Herr Lepsch, vielleicht können Sie einmal erläutern, welche Art Trainer der FC Energie Cottbus jetzt braucht. Ja, das sagen wir Ihnen dann, wenn wir den Trainer haben. Ansonsten spekulieren Sie mir wieder jeden Tag einen neuen Trainer hoch und runter. Also wir gehen jetzt in Gespräche, suchen, sprechen und verkünden dann die Entscheidung. Können Sie dann nochmal sagen, Sie haben gesagt, es wurde eine Entscheidung gemeinschaftlich getroffen. Ging denn der Impuls von Herrn Bommer aus oder eher vom Vorstand? Wie gemeinschaftlich war diese Entscheidung? Also Sie können mal davon ausgehen, dass wir sehr nah immer zusammen sind. Wir haben nicht viele Gespräche geführt, gab es nichts, was nicht ausgesprochen war. Und wir haben ja auch schon seit Wochen bemerkt, dass wir im Moment eben nicht erfolgreich sind, und das hat alle belastet. Wir haben das ja auch öffentlich gesagt, dass wir alle zusammen nicht zufrieden sind. Und insofern haben wir uns am Wochenende hingesetzt, angeschaut, und eigentlich wussten wir dann, um was es geht. Wir müssen eine Veränderung herbeiführen, einfach im Sinne des Vereins, und das haben wir dann gemacht. Also hat sich Energie Cottbus von Rudi Bommer getrennt oder Rudi Bommer von Energie Cottbus? Also wenn Sie die Pressemitteilung nochmal lesen, steht es drin, wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Mhm. Vielleicht können Sie noch sagen, nun hat man sich vom Cheftrainer getrennt, gleichzeitig fehlt dann aber auch ein Sportdirektor. Sucht man dann auf zwei Personalstellen sozusagen, oder soll es ein Mann sein, der beide Positionen auch wieder übernehmen kann? Ja, das Zweite ist der Fall. Also Trainer und Sportdirektor in Personalunion. Genau. Viele Aufgaben werden ja auch aus der Geschäftsstelle direkt übernommen, also die ganze Organisation der Spielbetriebe. Und insofern geht es eigentlich dann darum, eben Spieler zu suchen. Scouts haben wir auch wenn das manchmal anders rauskommt, die uns natürlich auch Spiele anschauen. Und insofern soll es eine Person werden, die beides macht. Könnte ja auch nicht unwichtig sein, hinblicklich der Wintertransferperiode sicherlich, oder? Ja, wir haben immer im Winter- und Sommertransfers, die man tätigen muss. So viele sind es in der Regel auch nicht, 3-4 Stück. Und insofern ist das machbar. Das machen andere Vereine auch. Okay, danke schön. Diese Position des Sportdirektors, Managers, war ja oft Kritikpunkt. Was antworten Sie da den Kritikern, dass vielleicht ein Trainer sich dabei verbrennt bei der Vielzahl der Aufgaben? Ich kann es ja gerade wiederholen. Ne? Ich habe 5 Jobs insgesamt, der Trainer nur 2. Also es ist machbar. Wir unterstützen natürlich auch aus der Geschäftsstelle heraus, haben da auch sportliche Kompetenz mit drin, wenn man da auch immer wieder mal andere Dinge hört. Und insofern ist die Aufgabe machbar. Andere Vereine machen es auch vor. Ich sage, es hat auch Vorteile, denn wenn ein Trainer natürlich hier auch selber guckt, selber Leute losschickt, für Leute, die für ihn interessant sind, hat er natürlich auch ein ganz anderes Gespür dann für Leute, als wenn die immer von einem zweiten, dritten kommt. Wir haben auch immer die Problematik, dass ein Sportdirektor, ein Trainer sich verstehen müssen. Da haben wir ja auch gewisse Erfahrungen. Also insofern kann man da immer hin und her schauen. Manchmal ist diese Lösung besser und manchmal die andere. Wir haben uns jetzt für die entschieden und wollen jetzt auch im Moment nicht davon weg. Wer sucht eigentlich beim FC Energie im Moment den neuen Trainer? Lastet diese ganze Aufgabe auf Ihren Schultern? Ganz bestimmt nicht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und wir nutzen alle.